Damen und Herren, zu den Nachrichten hier bei NTV. Sie sehen es im Bild, wir schalten gleich live nach Berlin, denn dort erwarten wir den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Er wird sich äußern in einem Statement zu dem Angriff auf den AfD-Politiker Magnitz in Bremen gestern. Er ist von offenbar drei Vermummten am Nachmittag in der Innenstadt in Bremen gestern attackiert und offenbar schwer verletzt worden. Herr Magnitz rechnet nach einem gewalttätigen Angriff auf ihn mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt. Er sagte heute der Deutschen Presseagentur, er werde hier auch noch länger bleiben, also im Krankenhaus. Er gehe davon aus, dass die Ärzte ihn noch bis zum Wochenende dort behalten werden. An die Tat habe er nur wenig Erinnerungen, sagte er. Die Angreifer hätten ihn auf den Kopf geschlagen, wodurch er das Bewusstsein verloren habe. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten wegen seiner politischen Gesinnung angegriffen haben. Magnitz sagte dazu, er sei in Bremen halt bekannt und er selbst habe die Täter aber nicht gesehen und auch nicht gehört, ob sie also noch etwas zu ihm gesagt hätten. Er werde künftig in Bremen besser auf sich aufpassen und er wird in jedem Fall vorsichtiger durch die Gegend gehen. Da sehen Sie bereits, Alexander Gauland betritt quasi die Bühne und wir hören jetzt mal, ja, meine Damen und Herren, was er zu sagen hat. Es ist schade, dass ein so großer Auftrieb bei einem so fürchterlichen Anlass vonstatten geht. Ich wünschte mir auch manchmal bei unseren inhaltlichen Aussagen so viel Kameras. Es ist völlig klar, wir verurteilen aufs Schärfste das, was in Bremen geschehen ist. Es ist ganz klar ein Mordversuch an Herrn Magnitz. Und es ist nach Döbeln und dem Anschlag nun wieder eine Gewalttat, sozusagen in kurzen Abständen. Es ist die Folge von Ausgrenzung und Hetze gegen die AfD. Das beginnt mit dem ununterbrochenen Versuch, die Beobachtung des Verfassungsschutzes hervorzurufen und endet noch nicht im Bundestag damit, dass unsere Vizepräsidentin eben nicht gewählt wird. Denn wir seien ja, so die Grünen, keine demokratische Partei. Das haben sie jetzt davon. Das heißt, wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, sozusagen gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird. Wer eine Partei für undemokratisch hält und es ununterbrochen sagt, der macht uns vogelfrei. Und genau das ist hier geschehen. Das nehmen dann solche Leute wie die, ich würde fast sagen, braunen Schläger zum Anlass, auch töten zu wollen. Leider zeigen die Reaktionen darauf, dass manche daraus nichts lernen. Ja, ich muss auch jemanden loben. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Herr Bartsch, hat es eindeutig verurteilt und ich bin ihm dankbar, dass er das unter Demokraten so deutlich ausgesprochen hat. Im Gegensatz dazu Herr Özdemir, der zwar das Ganze auch verurteilt hat, aber sofort wieder damit kommt, Nazis raus. Und in dem Moment schafft er wieder den Anlass für den nächsten Anschlag, indem er eine demokratische Partei mit den Nazis gleichsetzt. Herr Özdemir ist viel zu jung, um noch zu wissen, was Nazis sind. Ich habe als Kind noch erlebt, wie meine Eltern, wenn auch nur zum Verhör, von der Gestapo abgeholt worden sind. Und ich weiß das noch, die Angst meiner Eltern. Dass ein grüner Spitzenpolitiker uns mit den Nazis vergleicht, ist eine Unverschämtheit und es ist zutiefst undemokratisch. Und wir werden uns mit aller Macht gegen diese Art von Politik wehren. Ich bedanke mich. So, Sie haben die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, bitte. Frau Dorr. Herr Gauland, ich entnehme Ihren Worten, dass Sie sicher sind, dass es ein politisch motiviertes Attentat ist. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe heute mit Herrn Magnitz gesprochen. Das ist ziemlich klar, wo es geschehen ist und wo es hergekommen ist. Sie können das von Herrn Magnitz selber auch fragen. Da gibt es in Bremen eine Diskussion um die Aufstellung eines Denkmals und an diesem Platz ist er vorbeigegangen und da gab es eine Menschenansammlung. Es ist also ganz klar, dass es politisch motiviert ist.
Bitte. Herr Gauland, Sie haben gesagt, dieser Anschlag sei das Ergebnis von Hetze in den Medien. Können Sie das vielleicht noch etwas spezifizieren? Welche Medien meinen Sie damit? Ich habe gesagt, von Hetze gegen uns. Vielleicht kann ich es Ihnen kurz vorlesen. In der Pressemitteilung steht, ist das Ergebnis der Hetze von Politikern und Medien gegen uns. Ja, es ist die Ausgrenzung, die immer wieder stattfindet. Ich sage es ja, es geht im Bundestag damit los, dass die Grünen grundsätzlich sagen, wir seien keine demokratische Partei. Das ist Hetze. Denn wenn wir nicht demokratisch sind, sind wir im Grunde genommen nicht zugelassen. Es ist also auch völlig falsch. Aber natürlich entsteht ein Klima, in dem dann solche Taten geschehen. Das ist völlig klar. Herr Gauland, wie viele Ihrer Abgeordneten stehen denn im Moment unter Personenschutz, zum Beispiel durch das BKA, und werden Sie da entsprechende Anpassungsmaßnahmen treffen? Das können wir sowieso nicht entscheiden. Also unter Personenschutz stehen, soviel ich weiß, Frau Weidel, Frau von Storch, ich. Das war es erstmal. Das entscheiden Sie nicht selbst. Sie können auch keinen Antrag stellen. Das muss das Landeskriminalamt in Bremen und das Bundeskriminalamt gemeinsam entscheiden. Und da könnte es durchaus sein, dass Herr Magnitz jetzt Personenschutz bekommt. Aber das kann ich nicht beurteilen. Können Sie noch was sagen zum Zustand von Herrn Magnitz, wie es ihm jetzt genau geht, also wie schwer seine Verletzungen? Also Herr Magnitz sagt selbst, er hat sehr viel Glück gehabt. Sein Schädel, Entschuldigung, hat das Kantholz ertragen. Das heißt, er hat keinen Schädelbruch erlitten. Sonst wären die Verletzungen wahrscheinlich so gewesen, dass er nicht ganz wiederhergestellt wird. Er geht heute davon aus, nach dem, was die Ärzte ihm gesagt haben, dass er voll wiederhergestellt wird. So hat er mir das heute am Telefon gesagt. Da machte er einen ganz zuversichtlichen Eindruck und auch einen, sprachlich völlig wiederhergestellten Eindruck, als wir telefoniert haben. Bitte sehr, erst Sie und dann Sie. Könnten Sie etwas weiter ausführen, was das für eine Veranstaltung gestern war? Ich glaube, wenn wir jetzt also versuchen, Herrn Magnitz anzurufen, um Näheres zu erfahren, wird das schwierig. Das war gar keine Veranstaltung der AfD. Herr Magnitz war bei dem Presseempfang des lokalen Weserkuriers in Bremen und ist von diesem Empfang dann nach Hause gegangen. Das ist die Veranstaltung. Und dieser Vorplatz, was war da für eine? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat mir nur heute erklärt, dass es da um irgendein Denkmal für irgendjemanden geht, der verurteilt worden ist. Aber das müssen Sie ihn selber fragen. Und dass da ein Streit in Bremen ist, da wollen welche ein Denkmal für einen Afrikaner aufstellen. Das müssen Sie ihn fragen. Ich kenne mich da nicht aus. Es ist ein lokales Ereignis gewesen. Bitte. Ja, Bettina Markmann, Herr Ippe, die Nachrichtenagentur. Ich habe eine Frage zu dem Foto, was von Herrn Magnitz im Internet kursiert. Das zeigt seine Verletzungen. Haben Sie darüber gesprochen? Und passiert das mit seinem Einverständnis? Oder mit seinem Kann ich Ihnen sagen? Sagen Sie was. Ja, nur kurz dazu. Herr Meuthen hatte das Foto verwendet mit Einverständnis von seiner Frau und von Herrn Magnitz. Das Foto ist echt. Stammt von Magnitz' Tochter oder stammt es? Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ich weiß nur, dass es echt ist. Bitte, weitere Fragen? Haben Sie genaue Zahlen darüber, wie viele Angriffe es auf Personen bzw. Einrichtungen der AfD im vergangenen Jahr gegeben hat? Die habe ich jetzt nicht parat. Es gibt so eine Sammelstelle und da müssen wir nachgucken, das müssten wir nachliefern. Müsste am Lüt sich darum kümmern. Ich kann Ihnen das im Moment nicht sagen. In jedem Fall mehrere Hunderte, das kann man schon mal sagen. Bitte, Herr Sternberg. Die Partei bezahlt ja unter anderem den Personenschutz für Herrn Meuthen. Ist jetzt angedacht, dass Partei oder Fraktion, wenn die Behörden entsprechend keinen Schutz zur Verfügung stellen, auch Personenschutz für andere Mitglieder, Abgeordnete, Kader bezahlen werden? Das ist bis jetzt nicht angedacht, denn das ist letztlich Entscheidung des Bundeskriminalamts und die Sicherheitsproblematik wird vom Bundeskriminalamt entschieden und nicht von der Partei. Insofern
sehe ich da jetzt keine Notwendigkeit. Wir haben auch volles Vertrauen, sowohl ins Bundeskriminalamt wie auch in die Einschätzung, wer gefährdet ist und wer nicht gefährdet ist. Gibt es noch weitere Fragen, bitte? Ja, weil Sie die Aussagen anderer Parteien nach Anschlägen oder vor Anschlägen angesprochen haben. Sie hatten ja auch nach dem Anschlag in Durban die anderen Parteien angegriffen. Sehen Sie denn Ihre eigene Partei nach dem Anschlag in Bottrop in irgendeiner Weise in der Pflicht, stärker gegen solche Anschläge sich zu positionieren? Also ich sehe nicht jetzt den Grund, warum gerade der Anschlag in Bottrop. Da ist es offensichtlich bis jetzt, das ist mein Stand, aber es kann am neuer Stand sein, ein krimineller Einzeltäter, der auch psychisch gestört ist. Das hat wohl kaum einen politischen Hintergrund, auch wenn er den Versuch gemacht hat, nun Nichtdeutsche umzubringen. Das ist völlig klar. Wir verurteilen jede Gewalt, wir verurteilen jeden Angriff. Das haben wir immer ganz klar gesagt. Aber wir grenzen die anderen auch nicht aus. Ich stelle mich auch nicht hin und sage, nach meiner Einschätzung sind die Grünen keine demokratische Partei. Ich muss aber ununterbrochen zur Kenntnis nehmen, dass von anderen eben diese Ausgrenzung vorgenommen wird. Und da muss ich noch mal sagen, finde ich Herrn Bartsch sehr angenehm, eine sehr angenehme Ausnahmeerscheinung in dieser Frage. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank. Herr Gauland, steht Ihnen noch 5 Minuten zu Einzelvoten zur Verfügung, wenn Sie mögen. Ja, meine Damen und Herren, soweit das Statement des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Und gleich die Frage, es war ja ein aufgerührter Auftritt an Thomas Berding, unserem Reporter aus dem Studio Berlin. Mordanschlag brauner Schläger nannte es Alexander Gauland eben. Wie sind denn die Reaktionen im politischen Berlin, Thomas? Ist das ein erneuter Anschlag auf die Partei, die AfD? Und was macht die Regierung daraus? Ja, ich denke mal, dass von allen Parteien ja Reaktionen kamen, die ganz klar das ausgedrückt haben, dass sie diese Tat natürlich deutlich verurteilen und dass sie das abscheulich finden. Also egal, ob jetzt Linke, SPD, Grüne, diese Reaktion gab es von allen und auch von der Bundesregierung hat natürlich die Tat entschieden verurteilt. Aber es gibt ja hier den Versuch von der AfD-Spitze und von Partei- und Fraktionschef Gauland, diese Tat sozusagen als Folge dieser Hetze gegen die AfD zu bezeichnen. Teilweise wurde ja auch von einer medialen Hetze gesprochen, zumindest in der schriftlichen Erklärung der AfD-Spitze heute. Das ist schon starker Tobak, denn man darf ja nicht vergessen, auch die AfD geht ja nicht zimperlich mit dem politischen Gegner um. Die werden zwar nicht als Antidemokraten, aber doch zumindest als Volksverräter oder doch zumindest auch als Parteien bezeichnet, die dem Bürgerwillen nicht gehorchen. Also insofern, also die politische Auseinandersetzung ist schon heftig von allen Seiten, aber ganz klar, Alexander Gauland hat recht, dass diese Anschläge zugenommen haben und auch in der Heftigkeit zugenommen haben. In der Vergangenheit gab es Farbanschläge gegen Häuser oder Wohnungen von AfD-Mitgliedern oder Politikern oder auch gegen Fahrzeuge. Und jetzt gibt es eben Sprengstoffanschlag in Döbeln vor ein paar Tagen, im sächsischen Döbeln. Oder jetzt auch dieser Anschlag mit dem Vierkantholz gegen einen AfD-Politiker. Das ist schon heftig und in der Dimension auch neu. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Thomas Berding in unserem Studio Berlin.